Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, JLMPC, und heute schauen wir uns eine 250 Euro Gaming-PC-Konfiguration an. Das Gehäuse ist, wie ihr seht, das LC Power 214 MB Mini Tower Gehäuse. Es kostet nur 20 Euro. Unser Mainboard passt rein. Und was will man mehr? Es ist auch von innen schwarz. Es vernünftig verarbeitet, ist nicht so ein High-End-Stuff, aber es ist ein günstiges Gehäuse, aber kein Billiggehäuse. Dann kommen wir zum nächsten Teil, dem Netzteil. Hierbei verbauen wir ein 400 Watt Xilence Performance C Netzteil mit keiner Zertifizierung, allerdings verbraucht unser PC so wenig Strom, dass das auch egal ist. Und warum ich mich für das Xilence Performance entschieden habe. Es ist, also Xilence ist eine Tochterfirma von Be Quiet. Das heißt, das wird definitiv kein China-Böller sein. Als nächstes kommen wir zur SSD. Hier haben wir wieder nur eine SSD, eine 120 GB SSD. Und das reicht fürs Erste. Ein, zwei Spiele kann man darauf installieren. Später kann man sich einfach noch eine Festplatte kaufen und die dazu stecken. Aber wichtig ist in 2020, dass wir als Boot-Festplatte keine HDD mehr haben. Weil das ist echt langsam in Windows 10. In Windows 7 geht das noch, aber in Windows 10 ist das echt langsam. Und diese SSD ist eine ganz normale SATA-SSD, die ist ziemlich schnell. Ich hatte die selber mal verbaut, das war meine erste SSD. Die hatte ich damals von Saturn geschenkt bekommen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum. Das war vor 6 Jahren oder so. Die ist dann nach 4 Jahren Gebrauch gestorben. Allerdings habe ich sie auch richtig heftig verbraucht. Aber also, die war schon eigentlich lange über ihrem berechneten Leben. So, dann kommen wir nun zum Mainboard. Und zwar handelt es sich hier um das ASRock B450M HDV in der 4. Revision. Und es ist einfach ein B450 Mainboard, wo unsere CPU dann drauf passt, und B450, weil das werdet ihr später noch erfahren. Es hat alle nötigen Anschlüsse, man könnte auch eine M2 SSD einbauen, aber das ist ein bisschen über unserem Budget. Kommen wir als nächstes zu unserem RAM. Ich habe es tatsächlich geschafft, 16 GB RAM in den PC zu packen. Man könnte noch mit 8 GB gehen, allerdings muss man wegen unserer Grafiklösung Dual-Channel RAM verwenden. Und 8 GB Dual-Channel RAM, da liegen wir schon bei 45 Euro, und da denke ich, lohnt es sich, die 20 Euro noch zu sparen, dann direkt 16 GB zu holen. Vor allem, da wir nur 2 RAM-Slots haben und man sonst später den kompletten RAM ersetzen müsste. Und Single-Channel-RAM will man hier echt nicht verwenden. So, und nun zu guter Letzt zur CPU und Grafikeinheit zusammen, genannt APU. Wir verwenden hier die AMD Athlon 200 GE. Die hat eine Vega 3 Grafik verbaut und taktet auf 3,2 GHz. Ich glaube, sie hat keinen Boost. Ne, hat sie nicht. Und dabei ist auch noch der Boxkühler, den wir verwenden. Diese CPU unterstützt Multithreading, also das ist ein virtueller Quad-Core. Und seit, ich glaube, 6 Monaten circa ist die auch unlocked. Also man kann sie übertakten, und genau das sollten wir dann auch machen. Und ja, dann kann man so ziemlich alle Spiele spielen, auch vor allem wegen des RAMs, da wir 16 GB haben. Mit 8 GB könnte man nicht wirklich alle Spiele spielen. Und denn die Grafikeinheit verwendet den RAM als Grafikspeicher, deswegen auch Dual Channel für die zusätzliche Geschwindigkeit. Und wir haben ja hier auch noch 3000 MHz RAM.
Das ist das Maximale, was diese CPU unterstützt. Ne, das sollte 2666 MHz sein, was die CPU unterstützt. Allerdings behandelt die CPU dann einen höheren RAM einfach als übertaktet. Und meistens kann man auch höher gehen. Also 3000 MHz sollten dann auch drin sein. So, und dann schauen wir uns hier nochmal alles zusammen an. Das sind 242 Euro, wie wir hier sehen. Und ja, der CPU, der PC wird sogar gar nicht so schlecht aussehen von innen. Er wird nämlich in komplett schwarz mit ein bisschen roten Akzenten gehalten werden. Und das heißt, wenn man dann so für ein paar Euro mehr noch ein Gehäuse mit einem Fenster baut, ist der PC dann auch gar nicht so hässlich. Nun, das war's dann schon von mir. Den Link zu diesem Warenkorb werdet ihr in der Beschreibung sehen. Und ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao!